Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Hallo, starte. Danke. Ja, endlich Folge Level 34. Und Phil, also du musst noch zwei Level zur Singularität. Oh, klang irgendwie schön. So, genau, man könnte einen Fähigkeitspunkt geben, dass er bloß noch hier unten wirtschaftliche Fahrweise oder wie das Ding hieß. I don't know. Nice. Ja, zwei Level fällt noch. Das weiße Fahrzeug hat gar keine hintere Achse. Wieso fällt das nicht da hinten um? Was ist das denn Fahrzeug? Digga, das ist Magie. Das ist Magie. Mit dem Fahrzeug kannst du Suppen würzen. What the fuck, dude? So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir aus diesem Schlamassel hier rauskommen. Erstmal hier einen Überblick verschaffen, ne? Also, wir stehen jetzt hier, wie bestellt und nicht abgeholt. Ich dachte halt, weil, ne, da hinten diese Markierung hier bei der Straße nicht war, dass man hier auch irgendwie auf dieses Gelände raufkommt. Aber da hinten ist er leider doch blockiert. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier versuchen, auf dem Hof zu wenden, wenn wir hier überhaupt raufkommen. Ich glaube nämlich auch, das können wir nicht. Na, müssen wir erstmal rückwärts auf die Straße, hier, auf die, Kreuzung. Raufdengeln. Das ist doch bekloppt. Das ist doch dumm. Schranken gehen nicht auf. Kabel hat irgendwie so ein Gefühl. Ne, geht nicht auf. Na gut, dann scheiß was drauf. Dann müssen wir einmal rückwärts auf die Autobahn, auf die Kreuzung rauf. Okay, Straße ist frei, alle Autos stehen. Das ist sehr gut. Blöde Straßenblockade. Gut. Da wollen wir mal ab rauf aufs Gelände. Na, bei der Werkstatt müssen wir auch gleich mal vorbeischauen. So, Wartung. Mal gucken, was uns Werke wirklich so sagt. Wow. Wir sollten bald unsere Reifen wechseln, gell? Was empfiehlst du uns denn? Ach da. Okay, Reifen empfiehlt uns gar nicht zu wechseln. Okay. Insgesamt $200. Let's go. Bin mal gespannt, ab welchem Prozentsatz er uns empfiehlt, die Reifen zu wechseln. Guck mal, die Reifen, der taucht da jetzt auch gar nicht mehr auf, ne? Ha. Sehr interessant. Gut, next mission ist tanken. Müssen wir hier einmal rechts rein, denke ich mal, ja. Gott, wie dunkel es draußen schon ist. So, einmal voll machen, bitte. So, kommen wir hier hinten? Ja, kommen wir. Oh.
Gut. Oh. Hell am Morgen es ist. Sehr schnicke. Ah. Not bad at all. Okay, dann wollen wir mal schauen. Wie teuer war jetzt nochmal ein LKW? Ach halt, weil kennen wir, nicht Peterbilt. Nevermind. Hä? Ach ne, 108. Das ist der, den wir fahren. Gerade, aktuell. Kann das sein? Ja, eben, hä? Eben, nee, never mind. Eben, wir fahren ja Peterbilt. Das ist also der. Haben wir... Was? Moment mal. LKW-Manager. Wir hatten noch 3 Achser geholt, ne? Also, insgesamt 4 Achser hinten, 3 Achser, meine ich jetzt so. Ja. Oh, nee, wir haben tatsächlich die falschen geholt. Oh, fuck my life. Wir haben 2 Billo-LKW geholt. Ja gut. Das, wollen wir mal das hier probieren, ne? Lackierung kopieren, komplette Konfiguration kopieren. Das müssten dann die beide hier sein in Los Angeles. Huh. Let's go. So, jetzt haben wir 2 schicke Maschinen stehen. Und dann wollen wir später noch mehr. Weil das hier sind nämlich diese Billo-Dinger. Wo wir einfach das Standardmodell genommen haben, was wir auch hier umgekauft hatten. Und dann einfach diese schicke Lackierung drauf geklatscht haben. Aber ja. Ja, wobei, Billo-Maschine, die haben auch schon alle 500 PS, also. Ordentliche LKWs. Haben auch schicke Kabinen, glaube. Ja, genau, haben auch die große Kabine. Also easy. So schlecht sind sie jetzt nicht. Schon das ganze schöne Geld wieder hin. Naja, was soll's. Was soll's. Wir haben's ja jetzt. Dicke. Das heißt, ja gut, garagenmäßig wollen wir also jetzt erstmal nichts mehr machen. Da müssen wir erstmal warten, bis wir wieder... 230. Das heißt, wir brauchen 500 alleine für 2 LKWs. Also 600.000, bis wir... ja... einmal die Garage aufrüsten können und 2 weitere LKWs kaufen können. Sad life. Ich kann höchstens, glaube ich, nochmal einen weiteren Auflieger holen, ne? Aufliegerhändler. Genau. Ein weiterer Auflieger, das geht, genau. Oh, nee, geht. Scheiße, 2000 Euro zu wenig. Dollar. Nevermind. Na gut. Dann halt nicht. Lego Mio. So. Was können wir denn jetzt von hier aus jetzt benutzen? So, fahrenderweise. Also, das haben wir nicht mehr. Muss also eine kurze Strecke werden. Ich gehe gleich... Nein, nee, komm. 900, viel zu lang. Ah, hier 300. Nee, da, 300. Ah, geht aber wieder zurück, ne? Ah, kacke. Jetzt 200 geht aber auch wieder zurück. 200 geht aber auch wieder nach oben. Ach, da gibt's ja. Denk mich doch. Gut, damit machen wir was anders. Dann suchen wir uns mal eine schöne Stadt, wo wir hinfahren und machen einfach Free Driving. Free Diving. Weißt du was? Ich setz einfach mal den Marker hier hin. Und dann fahren wir die Autobahn, je nachdem, wie so weit wir kommen. Weil hier gibt es ein paar schöne Großstädte, hier zum Beispiel Fresno, Bakersfield, ne, also gibt es ein paar Städte. Mal gucken, wie weit wir kommen in der Folge. Also sind wir in der nächsten Folge zumindest gleich in irgendeiner Stadt. Wir fahren am besten dann hier runter. So. Weil hier unten waren wir noch gar nicht.
Bei dem Hurensohn. Ja, und dann gucken wir mal hier unten die Städte, wo wir da hinkommen. Oakland, Santa Cruz, Santa Maria. Da waren wir noch gar nicht. Von daher, let's go. Bei diesem wunderschönen sonnigen Tag. Und der Handbremse. Ey, warum muss jetzt dieses Holz-Betonding da sein? So kacke. So. Straße frei. Straße frei. Die Biege hier. Guck mal, wenn der Schwarze sogar vorgelassen hat. Geil. Not bad. Sehr löblich. Wir werden schon wieder rot. Ach, ist ja keine Ampel. Lol. Ah, du hättest ja Tesla. Wieso ist mein Blinker aus? Oh ne, wir sind gerade rot. Verdammt! Mal schauen, ich das weiter noch an. Druckluft haben wir auch keine mehr. Das hier, das Symbol. Ist, dass unsere Druckluft niedrig ist. Also, wir wenig Druck haben. Halt. Wir sehen gerade gar nicht die Ampel, ne? Aber ich glaube, es ist gerade grün geworden. Ich habe gerade echt 3 Sekunden lang überlegt, worauf ich gerade eigentlich warte. Bis mir aufgefallen ist, dann müsste ja irgendwo eine Ampel sein. Nur die sehen wir nicht mehr. Ja, die hat dumm gelaufen. Alter, alleine die Strecke, die wir uns rausgesucht haben, schon 370 Meilen lang. Da, ja, verdammt. Aber jetzt war's, leg mich. Dann rasen wir mal wieder ein bisschen. Muhaha. Let's go. Natürlich moderates Rasen. Also, solange die freie Strecke ist, fahren wir schnell. Aber sonst bleiben wir human, sag ich mal. Also, der Genfer Konvention müssen wir nicht gleich abschwören. So. Ja. Gut, ich sehe da vorne schon wieder ganz schön voll. Das ist nicht gut. Machen da vorne gerade echt schon wieder Elefantenrennen? Er guckt mich.
Soll jetzt auch nicht wieder rechts sein hier. Was klatscht das? Boah, Junge, was ist denn los mit dir, Amanda Kräum? Na gut, da vorne hat er halt eh wieder ein Viertel. Weil er wieder irgendjemand seine Blumen verkaufen möchte. So wie das Symbol aussieht. Landwirtschaftliche Inspektion. Was ist das überhaupt? Landwirtschaftliche Inspektion. Klingt seltsam. Kann ich da durchfahren? Ist das eine Schranke? Da ist eine Schranke. Nee, das ist keine Schranke. Geklappt. Ha, ihr Penner! Öko-Fritzen. Linksgrünversifte. Landwirtschaft. Wir sind hier auf dem Land, da wird die AfD gewählt. Let's go! Sehr schöne Gegend hier. Ah, gefällt mir. Oh, seit langem mal wieder 100 Meilen pro Stunde fahren hier. Sehr geil. So muss das. Ey, da vorne! Mach mal Platz da! Leute, das geht einmal gar nicht! Was ist los mit euch hier? Zucker nicht mit 60 lang, ich glaub's ja. Bremst du nicht? Der bremst jetzt feige. Warum fährt er eigentlich derzeit auf der linken Spur, wenn er eh vor sich hin tuckert? Das ist doch kacke hier. Oh Mann, ey. Jetzt, wo rechts neben ihm frei ist, müsst ihr überholen. Auf die rechte Spur wechseln, oder? Los, wechsel auf die rechte Spur, du Arsch! Ey, Amanda Kräum! Warum bleibt der links? Jetzt wird der andere noch rechts, ich glaube. Ach, nee, das ist ja so, okay. Okay, Leute, ich hab's schon mal versucht. Gut, der vorne beschleunigt wird jetzt. Da tun, ich dachte schon, ich muss das hier richtig abdrängen. Weil powered by keinbockmehr.de. Aber wenigstens gibt der weiter vorne endlich mal Gas.
ernsthaft jetzt? Boah, sind doch schon wieder alle Spuren dicht. Das gibt's doch ja nicht. Na komm. Ah, noch 200 Meilen vor uns, das haben wir in der Folge definitiv nicht. Ah, Kacke. Gab es erstmal gerade wieder eine Diashow-Partie hier. Und die Straße ist schon wieder dicht. Ah, leck mir am Arsch. Ey, waren wir doch gerade eben vor. Ja, also die Stelle kommt jetzt mindestens sehr bekannt vor. So mit die Bäume und die Parking Lot. Wobei, nee, das ist alles grau. Können wir noch gar nicht gewesen sein. Sonst wäre es ja gelb. Naja. Na schon, wir sind der erste Marker, haben wir schon mal. Nice. Das heißt, bald geht der bald ein Schaf nach rechts. I guess. Ist sowieso, also gerade wenn man ohne Verkehr spielt, dann kann man hier auf den Strecken hier super schnell fahren, weil die Straße hier wirklich nahezu gerade ist. Selbst die Kurven, die hier sind, sind sehr weit. Das heißt, gerade wenn man halt wie gesagt mit No Traffic fährt, kannst du hier wirklich super schnell anfahren. Das schon. Ungefähr so wie hier. Komplett gerade durch. So sieht fast die gesamte Straße aus. Ja, wenn du schnell raten möchtest und trotzdem noch ein bisschen Challenge haben möchtest, dann machst halt den Verkehr nicht komplett aus, sondern nur so auf, weiß nicht. Gehst halt runter, 30% oder 50% oder irgendwie sowas. Oh, hier vorne schon wieder Elefanten drin. Aber wie gesagt, da hast du halt immer noch so ein bisschen Spaß und kannst trotzdem richtig schön schnell fahren. Einfach mal schnell fahren. Keep right and then turn right. Ah, ich glaube, wir fahren noch hier bis zu der Raststätte und das war's dann erstmal. Ey, weil der scheiß Tesla-Fahrer hier. Bam. So. Hat er gesehen, dass ich blinke? Alter, irgendein kein Autopilot oder was? Was ist das für eine Straßenkonstruktion?
Aha. Hä? Okay. Ist er nicht gegen den Hänger gefahren? Wie hat der LKW Schaden bekommen? Lol. Na, können wir da oben gleich mal ein bisschen pennen gehen. Am besten gleich zweimal, dann müsste es wieder Tag sein und früh am Morgen oder so, I guess. Dann können wir dann die nächsten Folgen richtig schon durchstarten erstmal. Das ist ja auch eine geile Gegend. Wow. Schön ausgearbeitet hier. Hey, wo bin ich hier hin, sag mal? Hier durch? Nee, scheinbar nicht. Oh doch. Schranke braucht du dafür ein bisschen Bedenkzeit. Oh, schau, wie viel Schaden wir bekommen haben. $0. Achso. Muss erstmal, ich warte auf eine Empfehlung. $70, oh mein Gott. Ach guck mal, das war sogar nur Reifenschaden. Hä? Ist der Tesla uns einfach in die Räder gefahren? Ich glaube doch nicht. Hammer, na komm. Gut, Oh, fange die Lastkarte. Wo können wir parken? Hinten zum Beispiel können wir parken, okay. Oh, so ein bisschen weit. Ach, hier sind ja keine Parktaschen mehr. Ach, verdammt. Ach, leck mich doch. Ach, aber wir einfach hin rum. Ja, richtig gut. So, jetzt ist Nacht, dann werden wir nochmal pennen. Nächster Tag, schön am Morgen. Easy. Super ausgeschlafen. Wow. Und wir festgestellt 600.000. Ey, komm jetzt, komm, schnell hier noch. Doch, doch, hier, mein LKW kaufen. Aufrüsten. Let's go. Das wird immer erstmal schon lange laden muss. So, LKW-Händler, Canvas und diesmal die richtigen LKWs holen. Wobei reicht das Geld dafür überhaupt? Doch, müsste reichen. So, das Ganze da ganz hinten und der hier wird kaufen. Dahin. Let's go. Kaufen. Auch dahin. Und let's go. So, diesmal wollen wir uns gleich auch Fahrer, ne? Weil macht Sinn und so. Fahrerhändler. Hallo? Was ist der Fahrerhändler? Da. Fahrer einstellen. Was hast du für eine Einstellung? So, du, let's go. Ab mit dir nach da. Bam. So, haben wir noch was anderes? Eine Dame zum Beispiel mal wieder. Aha, hier haben wir eine.
und das war's. Andererseits, sorry, aber der hat einfach zu gute Werte hier. Das, das und das, Digga. Der Junge, außerdem hat er noch Bonuspunkte, weil er Asiate. Digga, direkt sympathisch. Let's go. Gut, dann haben wir das schon mal. Ein schlimmes war, glaube ich, nix. Ich meine, gut, Daniel könnten wir gleich auf Twisted Monster machen, auf Fernfahrer, aber nö. Ja, so ist gut. Achso, muss er wieder laden. Ah, ne, muss er nicht. Doch, er muss. Hast du nur selber nicht gemerkt. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, sollte das an der Stelle auch erstmal gewesen sein. Dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ja, wo denn? Na komm, stimmt, wir müssen noch Auflieger kaufen, ne? Oh, jetzt fehlen jetzt noch 4 Auflieger für die neue Garage in Los Angeles. Das heißt, wir können genau die 4 Garagen holen. Die 4 Auflieger holen. Einer ist ja schon da. Brauchen wir also nochmal knapp, ich sag mal 600.000 für die 4 Auflieger. War einer 130 oder sowas? Ne, 170 war einer Auflieger. Verdammt. Na gut, brauchen wir also noch ein bisschen mehr. Ja, und dann können wir gucken, was wir uns als nächstes LKWs holen. Und ja. Ja, auf jeden Fall erstmal 4 Auflieger. Na gut, von daher. Bis dann.